Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Menschen. So, jawohl, wir sind, waren beim letzten Mal unten im Keller, ne? So, haben uns da mit der Sicherung amüsiert und ich fand inzwischen heraus, ja, alles klar. Das Spiel ist im Early Access verfügbar, folglich. Es ist vielleicht noch nicht alles hundertprozentig, wie es sein soll. Aber okay, na gut. Wie zum Beispiel auch das hier, ne? Irgendwie wäre es schon cool, wenn wir da jetzt mal reingucken können. Ist egal, wir gehen weiter. So. Lass mal gucken. Hier war der Doggy, ne? Ach, guck. Ach, das ist doch der Hund. Ja, guck mal. Der hat sich da... Dogfood? Der Aufzug hat sich hier geöffnet. Jetzt ist auch klar, wo der Knochen das letzte Mal abgeblieben ist. Hier kann ich irgendwas machen? Nö, it's locked. Oh, habe ich... Oh. It seems I need to find another key. Okay, aber da unten war doch auch... Ist das so klug? Der Doggy könnte... Ja. Ja. Could be useful. Klar. Aber damit da rein komme ich nicht, ne? Aber warte mal, jetzt sind wir wieder vor so einer Situation. Was mache ich denn jetzt damit? Verdammt. Okay, gut, toll. Zum Fallen lassen R drücken. Wer ist denn der Herr? Guten Tag. No, it won't fit there. Was? Ganz sicher? Guck mal hier. Okay, eine Menge Wauzis, die Billard spielen. Okay. Kommt der andere nicht rein? Da ist nichts. Wo könnte das denn reingehören? Was können wir denn mit der Brechstange machen? Da. Und? Alter! Was machst du da? Verletz dich noch. Go. Stop. Was macht er? Was hat er? Was haben wir denn jetzt gestoppt? Irgendwo hat sich was entriegelt. Ja, das ist ja... Mensch, das ist ja toll. Irgendwo. Du bist beschäftigt, ne? Okay. Ist es gut, hier jetzt hochzugehen? Der hängt da und er bewegt sich noch. Weg ist er. Was seid ihr denn hier? Ich kann hier sterben, ne? Ist das eine gute Idee? Das ist garantiert keine gute Idee, oder? Das sieht doch verdächtig nach Sperren aus. Sollen wir es mal probieren? Komm, wir sterben mal. F. I can't go this way now. Feels like the path is blocked by some kind of nightmares. Okay, das macht mir gar nichts. Tschüss, ich bin weg. Ciao. So. Hier, da ist eine Tür. Komme ich da jetzt rein? It's locked, but there is no key lock. Uschi. Uschi, geh nicht weg. Uschi. Was zieht ihr also hinter sich her? Okay. Na, gut. Okay. Was hat ihr da gemacht? Können wir dieses Bild hier verschieben? Geht das? Nee, das geht nicht. Das geht auch nicht. Hier können wir nichts dran machen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die wir jetzt noch haben, ist... Warte mal, kriege ich da vielleicht was? Laufen geht auch. Okay, alles klar. Ist da vielleicht in der Küche ein Schlüssel? Ein Schlüssel, den ich noch nicht gesehen habe. Kommen wir jetzt möglicherweise daran, da wir das Rätsel gesehen haben. Ja, ich weiß. Nein, wir kommen nicht daran. Okay, fabelhaft. So. Na schön. Da freut er sich. Aber wozu haben wir das hier eigentlich ausgegraben? Kommt wohl später. Kochutensilien.
Sonst ist hier nichts weiter, ne? Irgendwo noch ein Schlüssel versteckt. Nee. Und die Tür ist auch hinter uns. Ja, die Tür ist hinter uns geschlossen. Okay, also kein Schlüssel hier in der Küche. Na schön. Ja, alles klar. Okay, wir werden dazu benötigt, weiterzugehen. Na gut. Hier werden wir wohl noch zurückkommen. Was ist das hier? Das sieht sehr einladend aus. Oh, das ist in der Tat einladend. Die Doggies, die da vorne gespielt haben, die haben hier zum Hinknien C drücken. Ah, lass mich raten, wir sollen die Billardkugeln finden. Okay. Hinknien C drücken. Okay, so. Komm, ich nehme ich mit. Zack, du gehörst mir. Jupp. Juhu. Oh. Okay. Ist hier noch irgendwas? Nee. Gut, Billardkugeln. Wer ist das? Hallo? Guten Tag. Er möchte, dass wir hier durchgehen? Oder wie sollen wir ihm folgen, oder was? Das würde ich wohl gern tun, aber... Aber es gibt hier... Die Tür hat keinen Henkel. Was ist das da? F... Okay, gut. Was habe ich damit freigelegt? Noch eine Tür. Ja, das ist cool, aber ich würde gerne erstmal jetzt die Sache mit dem Billard-Ding jetzt da fertig kriegen. Hier geht's nicht weiter. Den Kühl kann ich auch nehmen. F. Okay. Zum Ausmachen. Genau. E. Ich kann es umdrehen. Okay, Q und E. Was ist mit... Was hat er da gemacht? Da ist so ein Dreieck da drauf. Sieht aus wie ein Schlüssel, ne? Ja, nee. Okay. Gibt es denn hier irgendeine Möglichkeit? Den reinzustopfen? Den Kühl? Da ist noch eine Billardkugel. Okay, kann ich den erstmal beiseite legen? Ja, ach so, nee, muss ich drücken, ne? Hä? Wo gehst du hin? Okay, ja. Super. Lass mich raten, das werden wir mit allen Kühls machen müssen, ne? Ich sammle erstmal die Billardkugeln ein. Das scheint mir, scheint mir im Moment sinnvoller. So, F. Jawohl. Juhu. Hat er wieder gespeichert. Das ist schön. F. Okay. Das ist leicht. F. Super. Guck mal, die leuchten da oben. Da ist jeweils nur einer. Hier sind drei an. Was soll das bedeuten? Weiß ich nicht. Hier geht's nicht raus. Ah, hier. Da kommen wir auch noch ran. Was ist, bist du denn? Ja, zieh mal die Schublade auf. Oh, ist gar nichts drin. Schade. Hier ist auch noch eine Schublade. Ah, sieh an. Dich nehme ich mit. Jawohl, sehr gut. Auch so ein schickes Einlegepapier für die Schubladen. Ausgezeichnet. So, und F. Was passiert da? Oh, ach, okay. Da kommt, oh, guck mal, und das ist an allen Säulen passiert. Okay, da ist eine 1. 1 GT. Dort unten eine Schultüte. Okay, ist das ein Hinweis? Hier ist keine 1, die Säule ist rot. Nee. Nicht mehr oder weniger als die anderen. Hier ist auch noch eine 1. Was hat das zu bedeuten? GJP irgendwas? Hm,
okay. Also selbst wenn ich die Kühe alle einsammle. Warte mal, habe ich denn überhaupt alle Billardkugeln? Nee, guck mal, zwei Billardkugeln fehlen immer. Wo sind die beiden? Irgendwo in den Löchern verschwunden? Nein. Nicht in den Löchern verschwunden. Okay. Liegt hier noch eine drin? Nee. Wo sind denn die beiden fehlenden Billardkugeln? Okay, nehme ich erstmal die, den Kö. So, super. Eve. Nein, nicht. Das war doof. Entschuldigung, mein Fehler. Ja, komm. Nimm ihn wieder auf. Grins. Nimm ihn wieder auf. F. So, erstmal umdrehen, ne? Mit E umdrehen. Und dann mit Q öffnen. Ja, alles klar. Und das sieht doch auch wieder so aus, als ob da. Es sind immer Dreiecke, ne? Sind das überall Dreiecke? Lass uns mal gucken, was passiert, wenn ich den da reinstecke. Das könnte funktionieren, oder? Okay. Er grinst. Was ist das? Ich kann den. Soll ich den. Ich kann den auch noch ausrichten. Aber. Aber wie? Weiter geht nicht. Okay, also. Okay, ich kann den ausrichten. Dann wird es mit den anderen wohl auch gehen. Kann damit die Säule ausrichten. Gibt es denn irgendeinen anderen Hinweis noch an der Säule? Oder sind die Lampen ein Hinweis? Keine Ahnung. Wenn die ein Hinweis wären, dann verwirrt mich die drei da drüben. Nein, es sind vier Lampen und sechs Säulen, wenn ich das richtig sehe. Das kann es also nicht sein. Die Gewehre zeigen alle in diese Richtung, was Gewehre üblicherweise auch tun. Weißt du was? Ich mach das mal so. Haben wir denn überhaupt genug Kös? So, das ist jetzt Nummer zwei. Da lehnt noch einer. Da lehnen noch zwei an dem Kamin und da sind auch noch zwei drin. Also würde ich erstmal sagen, reicht. Ja, sechs Kös, sechs. Sechs Säulen. So, F, die kann ich auch drehen. Okay. E. Passiert denn da oben irgendwas? Passiert hier irgendwas? Guck mal, den kann ich gar nicht so weit drehen. Nee. Den kann ich nicht weiter drehen. F. Hier gibt es nur eine Vierteldrehung. Damit richtig, sehe ich das richtig, dass ich den auf eine Säule ausrichte? Könnte fast hinkommen, ne? Nee, kommt nicht hin. Ach du liebe Zeit, okay. Okay, ich stecke sie erstmal alle rein. Ich habe noch keine Idee, wie das gelöst werden kann hier. Also ich habe zumindest noch kein Muster gesehen oder so. Gut, erstmal öffnen, genau. Und dann kommst du da rein. F. So, ja. Er grinst wieder, toll. Grinsekatze. E. So, mehr geht nicht. Okay, schön. Gibt es hier irgendwo einen Hinweis, wohin die zeigen müssen? Auf den Boden vielleicht? Nee. F. Ach, da in der Ecke steht ja auch noch einer. Okay. Also halt, ich muss den erst wieder öffnen, ne? Da. So, gut. Cool. Genau. Und dann da rein. Okay. Tür irgendwas? Nö. Also zumindest, ich sehe jedenfalls nichts gesehen. So, E. Immer schön in der Runde, ne? Was aber ja nicht funktioniert. Das kann nicht die Lösung sein. Das wird nicht die Lösung sein, weil die. Ne, genau.
Das wird nicht die Lösung sein, weil die sich hier in der Mitte nicht so weit bewegen lassen. Ist denn da an der Lampe irgendwas? Nee. Okay, gut. Also erstmal wieder auspacken, das gute Stück. Jawohl, cool. Super. So, und wenn das hier genauso funktioniert wie da drüben, dann dürfte der sich hier auch nur ein Viertel drehen lassen. F. Okay. Ja, aber ich glaube, der konnte sich hier F. Ich glaube, den habe ich ein bisschen weiter drehen können, ne? Nicht ganz rum, aber ein bisschen weiter. Hm. Was wird wohl. Oh, hier komme ich jetzt gar nicht mehr. Warte mal, ich muss da drunter durchkriechen. Okay, das funktioniert. Super. So, F. So, zum Ausmachen und so. Geht das hier? Hier geht es auch nicht. C. So geht es aber. So, okay. E. Und Q. Yay. Und jetzt hier rein. F. So. Und es lacht. F. Okay. So, na schön. Also, die äußeren zeigen jetzt einmal im Kreis. Aber die Frage ist, was muss mit den inneren gemacht werden? Also, es wird sich ja irgendwo ein Hinweis befinden, ne? Ist das hier an den Säulen, dass die zueinander zeigen müssen? Okay. Hm. Da hinten am Kamin? Nein, auch nicht. Hm. Es kann natürlich gut sein, dass wir die Lösung dafür in einem anderen Raum finden, ne? Das ist nicht unwahrscheinlich. Okay, lass mich nochmal eins versuchen und dann verspreche ich, gehen wir auch weiter. Ich lasse die beiden mal hier in die Mitte zeigen. Ach, warte mal, guck mal, ich kann die doch noch weiter drehen. Ich kann die doch noch weiter drehen. Aha, ich kam nur nicht weiter ran, weil ich mir hier selbst im Weg stand. So, dann haben wir jetzt die Keule voll. Warte, F. So, und ja. Okay. Er lacht, aber das war's nicht. Also, dass uns die Gewehre halt eben die Richtung zeigen, einmal im Raum umdreht, das war's nicht. Einmal im Kreis, das ist nicht die Lösung. Hm. Na gut, ich würde tatsächlich gerne mal durch die nächste Tür gehen. Wir sind hier noch nicht fertig, ist mir schon klar. Aber ich weiß im Moment auch nicht weiter. Nee. Guck mal, der steht in der Mitte. Der am Anfang. Ja, nee, der Raum ist symmetrisch aufgebaut. Okay. Auf dem Boden ist. Hier ist hier eins. Wenn ich den bewege, bewegt sich die. Da kann ich nicht gucken, ne? So, wenn ich jetzt hier weggehe, dann ist die 1 immer noch in der Mitte. Das hat nichts zu bedeuten. Also ich drehe tatsächlich dann nur hier dieses Dingelchen. Ich sehe nicht, dass da irgendwo irgendeine Art von Markierung dran wäre. Das hier könnte eine Markierung sein, ne? Aber weiter kriege ich den ja gar nicht gedreht. Weiter bekomme ich den nicht gedreht. Da ist keine Markierung dran. Hm. Okay, also ich behaupte mal. Oh, hier, guck mal da. Ein Lüftungsgitter. Also mehr gibt es hier noch nicht zu sehen, würde ich mal sagen. Wir haben alles aufgebaut, aber es gibt noch keine Lösung. Ja.
So, durch diese Tür da sollen wir gehen. Da komme ich aber nicht hin. Dann probieren wir es doch mal. Geht es da? Kommen wir dann durch diese Tür hier? Ah, das geht. Das funktioniert. Okay. Hier ist es aber ruckelig. Okay. Um 9 Uhr. Um 9 Uhr. 3 Uhr. Hier können wir nochmal in einen anderen Raum schauen. Ach hier, da sind, jetzt sind wir in dem Raum, oder? Ja, kann ich sagen. Das ist die Treppe. Ach, das ist die Treppe. Okay, ja gut, wir sind im Kreis gegangen. Was hat er hier? 12 Uhr. Erhobene Zeigefinger. Okay. Lass mich raten, wir müssen die Uhrzeit einstellen, ne? So, und? Ja, wir müssen die Uhrzeit einstellen. Okay. Ich drücke jetzt einfach mal Q. Welche Tür? Da, kann das sein? Nee, warte. Lass mich mal rausgehen. Augenblick. F. Oh. Schließt er die Tür wieder. Okay, cool. So, warte mal. It's locked, but there is no key lock. Dann wird das wohl hierfür sein. Ne? Also um 3 Uhr ist die. Um 3 Uhr ist die Tür offen. Okay, alles klar. Also stellen wir nochmal 3 Uhr ein. Jetzt durchgeregnet. Okay, F. Dann stellen wir doch mal 3 Uhr ein. So, in welche Richtung? Ich probiere mal Q. Vier Uhr. Nochmal Q. Jetzt ist es 3 Uhr. Und? Oh, da. Ja, alles klar. Die Tür ist geöffnet. Cool. Sollen wir da schon reingehen? Oder uns erstmal nochmal weiter um? Wir gehen erstmal rein. So, F. Wow. Eine Bibliothek. Eine Bibliothek. Okay. Wow. Ziemlich cool. Okay. Was haben wir hier? Okay. Okay. Mehrere Bücher, die gedrückt werden können. Pharon, was ist das alles? Na, Coates, okay. Platon, klassische Literatur, okay. Pan, wohl, sagt mir nichts. London, Martin Eden. Okay, ja, gut, weiß ich aber noch nicht weiter. Da liegt ein Brief. Da ist gar nichts. Eine Leiter. Eine Leiter. Okay, ach so, hochgehen. Gut, mache ich. Mache ich. Tappel, 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 tappel. Ja, sehr gut. Aber nach was würdest du. Da kommen wir wieder runter. Nach was kann nichts greifen? Q. Ach, guck mal, da hinten ist was eingeschlossen. Kommen aber noch nicht ran. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie versuchen, das Ding hier zu bewegen. Wie geht das? Mit F. Und dann. Ah, guck mal. Da dreht sich das auch. Ja, cool. So, sollte reichen, ne? Okay, jetzt die Leiter hoch. Yay! So, kommst du da ran? Du kommst. Mit F geht's wieder raus, ne? E. Ach du liebe Zeit, die ersten drei kann ich anklicken. Mal guck mal da oben. Was hat das zu bedeuten? Das sind Türen, oder? Warte mal, wenn ich den hochnehme. Okay. Ah, jetzt den Stein. Okay, gut. Lass uns mal gucken. Also. Nein! Verdammt! Nein, das war's nicht, was ich wollte. Nein. Cool. So. Jetzt mit F da raus. Das ist aber der falsche, ne? Ich hätte den anderen nehmen müssen. Wir gehen mal runter, mal gucken, was passiert.
Yay! So, und zur Seite schieben. Ja. Doch, da geht was. Das ist der falsche, ja. Nee, schon klar. Okay. Also gut, E. Nochmal hoch. So, Q. Und da zurück. Siehst du, da sind drei Löcher und wenn sich das Ding dreht, es muss der äußere Stab sein. Der hier. So. Genau, jetzt hier raus. Und hier auch raus. Und wenn wir den jetzt drehen, F, komme ich da dann ran? Okay, komme ich da noch ran? Keine Ahnung. Wir finden es jetzt heraus. So, reicht das? Shit, da komme ich gar nicht ran. Hier muss ich vorher noch irgendwas anderes machen. Hier muss ich noch irgendwas anderes machen. Aber was mache ich denn vorher noch? Oh, ach guck mal, jetzt dreht er sich nicht mehr. Okay, ich kann auch noch weitergehen. Ich kann auch noch weitergehen. Nee, warte, ich will ja erstmal hoch. So, genau. Zack, so, mal gucken, was dann ist ein Buch. Oh, warte mal, aber das Buch ist gar nicht. No, it's a folded old blanket. Echt? Was? Eine Tür? Ein Typ, ein betrunkener Typ. Ein Typ, der den Schrank sieht. Eine Tür. Der Schrank. Da ist jemand drin, in diese Decke gehüllt. Okay. Alkohol, Zigaretten. Na schön. Gehen wir mal wieder runter, ne? So, mal gucken. Hier gibt es doch bestimmt noch mehr. Was ist das da? F. Rot, grün, blau und gelb. Und, ach, das sind die Bücher, ne? Warte, das sind hier die Bücher. So, rot, grün. Rot ist schon drin, grün. Na, E. Blau. Ah, ich hatte vorher Pardon gedrückt. Das ist falsch. Also rot, grün, na, Platon. Du musst rein. Grün, blau und gelb. Oh, was ist da passiert? Er lacht. Was ist da passiert? Ach, guck mal, wie schön. Wie schön. Aber was ist hier passiert? Was ist hier los? Oh, das da, guck mal. Da, was haben wir hier? Kann ich das nehmen? Ich kann es nehmen. Eine Zange. Eine Zange. Oh nein, jetzt habe ich die wieder in der Hand. Ich kann nichts mehr machen. Oh nein. Was mache ich denn damit? Was mache ich denn damit? Da. F. Los. Mach. Los. Da. An einem Punkt funktioniert's. F. Ah. Sehr gut. Na, noch ein bisschen mehr. Ja, so ist schön. Okay, da ist irgendwas eingerastet. Grinsekatze. Die Frage ist nur, wohin würde ich wohl damit wollen? Es geht bis da hinten hin. Komme ich da oben auf das Gerüst hoch? Lass mal gucken. Da ist auch noch eine Tür. Bäh. Das ist noch eine Tür.
Okay, komme ich damit ganz hoch? Nee, komme ich wohl nicht. Machen kann ich ja auch nichts. Halt, da ist doch was. Da. Eben hat er eine Kuh. Ja, nee, da ist aber nichts. Okay, F. Wieder runter. So, okay. Aber wieso sollte das gehen? Wo könnte ich den noch hinschieben wollen? Warum war es nötig jetzt, dass ich das hier repariere? Keine Ahnung, gehen wir mal da durch die Tür. Weiß ich nicht. Oh, hallo, guten Tag. Das ist der Typ, ne? Was? Stay back! Stay back! Stay back! Was? Nein! Okay, oh shit, ganz toll. Ganz große Klasse. Okay, er hat uns umgebracht. Der Mafiosi hat uns umgebracht. Ganz toll. Ja gut, na schön. Mit diesen wunderbaren Gedanken sage ich auch mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Tschüss.